ist sie also, die Napoleonsbrücke mitten im Wald, knapp 300 Jahre alt. Mittlerweile ist sie frisch saniert in Stahloptik für 200.000 Euro. Alles in Absprache mit einem Bauhistoriker. Die Brücke führt über einen kleinen Bach, genau wie die Straße nebenan. Deshalb sagen die Gifhorner, das ist Steuerverschwendung, diese Brücke braucht kein Mensch. Ich finde, das ist Unsinn, da ich als Freund alter Baudenkmäler selbstverständlich am Erhalt von alten Baudenkmälern sozusagen interessiert bin. Aber das mit Sicherheit keine originalgetreue Restaurierung. Und wenn man dazu noch die Kosten sieht, da fragt man sich, warum? Zumal ja ein Weg hinter mir, sieht man den ja an der Seite, wunderbar vorbeiführt. Die Steuern müssen sinnvoll angelehnt werden und nicht in solche Bauwerken oder solche Denkmäler hinzustellen, ne, die man auch anders erhalten könnte da, ne, und die man auch historischer aufbauen müsste. Nicht so praktisch mit Geländer und was da gar nicht historisch ist da, ne. Laut Niedersächsischem Landesamt für Denkmalpflege war die Sanierung aber unumgänglich. Thank you.